Hallo und guten Morgen. Es ist Sonntag kurz vor sechs und ja, ich bin gleich die erste Stunde unterwegs auf einer kleinen Langstreckendistanz. Ich bin auf dem Weg nach Holland über Mönchengladbach. Bin gerade im Bereich Düsseldorf, wie man hier sehen kann im Hintergrund. Und ja, ich bin gespannt, wie das Wetter sich heute so hält und wo es das erste Frühstück gibt. Also, ich glaube, gleich geht's weiter beim Frühstück und jetzt habe ich was im Mund. Oder auch nicht. Also es ist kurz vor acht und ja, ich habe den Sonntag unterschätzt. Sonntag in Deutschland, mal eben mal Bäcker anhalten um diese Uhrzeit. Gut, nächste Tankstelle angefahren. Jetzt bin ich hier hinter Mönchengladbach. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wunderschönes Gebiet hier. Herrlich. Traumhaftes Wetter. Und ich habe langsam Hunger. 2,5 Stunden sind jetzt schon hinter mir. Erste Flasche ist leer. So langsam wird es warm. So, kurz vor Elm. Ich glaube, hinter Niederkrüchten. Lecker gefunden, Schokobrötchen. Was macht man denn ohne Schokobrötchen? Super Wetter. Doch noch, 7:45. Bin viel zu gut im Zeitplan. Das heißt, mein Plan an der Grenze zu Roermond auf ein leckeres Frikandel-Spezial mit Pommes. Das wird wohl nichts. Ich glaube, wir machen das um 10 Uhr auf. Ich bin da wohl zu früh da. Egal. Ich bin unterwegs irgendwas anderes. Erstmal ein Frühstück. Losgefahren. Auch nicht schlimm. Bin ich der Versuchung halt jetzt, so kann ich der Versuchung widerstehen. Und jetzt gibt es noch ein bisschen was zum Nachfüllen. Kleinen Tipp dazu unterwegs, wenn man Wasser nachfüllt. Ich habe meine Flasche noch unterm Rahmen für meine Arbeitsflaschen, sage ich jetzt mal. Kleines Wasser. Kleines Wasser und unterwegs Tütchen. Ja, ich komme aus Holland, jetzt keine blöden Witze. Tütchen mit kleinen weißen Pulver. Sieht zum Glück keiner hier, hat an der Grenze auch keiner gesehen. Das ist mein Trinkpulver. Mein ISO ist da. So, immer schön abgepackt, kleine Tüte zum Auffüllen. Hilft ungemein. So, ich habe mal eine kleine Abkürzung genommen. Abkürzung. Da bin ich ganz groß drin. Abkürzung heißt ja auch nur, ich fahre mal durch Gebiete, wo ich noch nie war. Möglicherweise wird es länger. Ja. Gut, es wird länger. Ist ja auch schönes Wetter. Da sind wir wieder. Toller Ritt. Meine Abkürzungen haben mir so 20 Kilometer mehr eingebracht.
Also 190 Punkt Landung auf den Sonntag. Stramme Leistung. Ich wundere mich immer wieder, dass ich eine Stunde 10 Pausenzeit gemacht habe. Gut, Ampeln, Frühstück, ein bisschen was essen, mal kurz sich hinsetzen und unterwegs was trinken, Getränke umfüllen. Stunde 10. Kommt einem nie so wirklich so lange vor. Also, coole Sonntagstour.